es ist Crimson Sex und willkommen zu einer Folge Minecraft Venom. Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Venom. Ja, letzte Folge haben wir diese wunderschöne Rüstung bekommen. Und genau, und wir haben die hier entschadet und ein bisschen draufkommt, dass dieses wunderbare Workgeschäft einfach too perfect mit dieser Rüstung zusammenpasst. Und ja, das ist letzte Folge geschehen. Ja, auch erstmal schön fett Damage genommen, erstmal hier rein. Und genau, heute ist geplant, vielleicht einen neuen Dimension gehen oder. Oder fragt noch einen Bosch zu machen, muss ich noch gucken für öffentliche Jail, weil ich weiß nicht, ob wir noch actually eine Dimension offen haben. Das ist so ungefähr die Idee für heute. Und ja, lass mal hier kurz gucken, weil ich glaube, Runa, da waren wir schon, Elvis haben wir auch, Candyland weiß ich aber auch schon, Gensier, Gardensier waren wir da mal, Grassy? So heißt der, glaube ich, gefunden. Sea Level Clown Dimension, Brikasher, Steinzeit, wo dieser komische, wie heißt, hießen der nochmal, dieser Höhle, ihr wisst schon, den Höhlenstein, mir fällt der Höhlenstein okay, kritisch. Ihr wisst schon, was ich meine, hoffentlich. Okay, wir waren hier aber actually überall schon. Dann ist es vielleicht actually ein Bosch, Mann. Wir könnten die Trolley Roll machen, aber das fände ich so geil. Meine Idee wäre eher, dass wir hier den Boss hier von Seelevel nochmal neu machen. Dafür müssten wir jetzt dann zu Bacon fliegen. Das wäre so ungefähr meine Idee, weil, Leute. Das ist der einzige Boss, den wir actually haben, weil die anderen sind einfach sauschwer zu bekommen oder müsste man extrem hart farmen und da wenig Zeit hat, da habe ich nicht farmen können und dann bleibt mir nur das über. Und mir fällt auf, unsere Dinger hier sind gewachsen. Unsere Pilze, die können wir mal herbst sammeln, nice. Ey, man, ja, ist ja was. Oh! Oh! Hi! Was geht? Manager, einfach Manager, lol. Typen haben wir eh schon ewig nicht gesehen, fällt mir gerade auf. Was geht? Was geht? Ist eine geile Pickaxe, Leute. Irgendwann meint ihr. Ah, meine Maus spinnt. Long nix sehen. Der ist. Stimmt. Also, wer nicht versteht, meine Meinung schon nicht kennt. Der Typ redet nur in Dialekten. Ja, ob man deswegen jedoch die Kuh mal vorbei. Ja, klar Ding. Gern. Also, für die, die es nicht unbedingt verstehen, er war jetzt dann lange nicht hier oder hat mich lange nicht besser gesagt gesehen und hat sich gedacht, er kommt mal vorbei. Wie geht's denn? Gut. Und dir, Leute, wir müssen immer auch in Dialekt reden, damit das natürlich versteht. Er ist ja Österreicher. So, er hat mich halt gefragt, wie es mir geht und ja. Ja. Also, Maya Joe, ey, den haben wir lange nicht gesehen. Okay, gut, zu hören. Mir geht's ganz gut. Also, es freut ihn zu hören, dass es mir gut geht. Ihm geht's auch gut. Na, dann ist ja gut. Ist ja gut, Leute, dann ist ja gut, wenn es ihnen gut geht. Okay, aber, was will, willst du mit rein kommen? Was jedenfalls, wir wollen mal wieder meinen und du kennst eh schon. Den Stuff, den ich brauche, gib wieder. Du kannst da, thanks. Ist das Ding mit der. Also, das mit der Dimension haben wir jetzt, glaube ich, gelöst mit der neuen. Also, das kommt irgendwie komplett gescriptet vor, aber what the fuck? Also, das ist jetzt wirklich Zufall, hä? What the fuck, was? Aber noch auf so einem Mülldings-Zeigs da. Was für Müll-Zeigs-Dings da? Was ist das? Netherite Scrap und Scrap Metal. Was für Müll? Hä? Wir können einfach Netherite machen. Perfekt, wir können einfach Netherite machen. Perfekt, Leute, wir machen einfach Netherite. Und der redet von irgendeinem Müllcrap. Was? Oh, eine Mute Pickaxe. Meins Obsidian very quickly. Ja, vielleicht kannst ja du was damit anfangen. Ich jedenfalls nicht. Sicher. Ich weiß schon. Also, ich weiß schon, was ich damit anfangen mag. Sicher, Leute, wir wissen wir was. Okay, interessant. Eine Pickaxe. Okay, meine ist eh actually ein bisschen schon broken und nicht enchanted. Und lass die gleich nehmen. Lass sie mal in die Hand nehmen. Hey, die sieht nicht schlecht aus. Dann schau, man sieht sich. Jo, bis dann. Also auch gut, dann halt so. Gut, okay, wir haben hier eine neue Pickaxe, nice. Auch gut, ich wollte mir actually eh irgendwann jetzt in nächster Zeit eine neue bauen. Hat sich scheinbar erledigt. Ich will aufbauen, haben wir eigentlich die weggetan. Ah genau, weil die 3x3 abbaut. Und die, warum haben wir die weggetan? Ich verstehe es eigentlich nicht, warum unsere Pickaxe die anderen weggetan haben. Das frage ich mich gerade. Egal. Wir haben eine neue Pickaxe. Okay. Wir haben ein leichtes Problem mit Platz. Ja, Borian. Okay, dann lass aber nächste Folge gehen und
lass vielleicht diese Folge noch ein bisschen die jetzt enchanten. Weil jetzt würde ich auch noch sagen, ich habe hier Hardcore extrem Level gefarmt. Ein bisschen habe ich hier rausgepumpt, damit unser XP-Leiste nicht so leer aussieht. Aber jetzt können wir mal richtig hoch rein da und bam 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 bam. Das hat lange gedauert, aber dafür, es hat sich gelohnt. Okay, 69, komm. Ja, 69, perfekt. Für Marvin, 69. Marvin, einfach 69 für dich. Gut, dann lass mich rauf. Dann lass mich effizient rauf. Unbreaking, Fortune, Aimless Favor. Keine Ahnung, was das macht. Hört sich gut an, gut. Dann, was können wir denn hier noch so raufschmeißen? Life Mending, Capturing, Hardness, Smite, Fire Spec könnten wir noch draufhauen. Knockback mache ich mal nicht drauf. Sweeping Edge haben wir schon ganz drauf. Gut. Brasky, Lifesteal Ruined. Flimflam, Helden Fusion, Wounded Strike. Scavenger, Knowledge of Ages. War das einfach mal alles, was wir rauf können? Ah nein, so viel XP haben wir nicht, okay. Dann lass lieber hier ein bisschen den Stuff runtergehen, den wir hier nicht brauchen. Damit wir anderen Stuff enchanten können noch. Ja, das passt schon. Damit wir hier noch die Rüstung ein bisschen, weil hier der Helm ist überhaupt nicht, da kommt schon mal Protection rauf. Dann Rebounding, lass das mal. Dann Life Mending. Magic, ah, geht nicht, Magic Protect geht nicht. Last Stand. Unbreaking. Was, zu wenig XP. Last Stand 2, Unbreaking. Dann lass hier Rebounding 1. Life Mending 1. Ja, so soll schon passen. Dann hier Protection, dann kommt noch Unbreaking drauf. Unbreaking voll drauf, Thorns. Last Stand. Und Rebounding 1 mit Life Mending 1. Okay, dann nur so halt. Okay, jetzt haben wir hier halbwegs gut schon mal. Hier kommt Protection 4. Schon mal 1. Und Feather Falling 1. Geht das nicht aus? Okay. Okay, wir haben viel XP schon reingepumpt jetzt hier. Ja, jetzt haben wir schon mal halbwegs nice Rüstung. Jetzt haben wir fucking über Protection 4 schon mal drauf. Und Brustenhelme sind ganz stark. Die sind ganz stark, wie man hier sieht. Okay, wir haben hier gut enchanted. Dann lass mal kurz die Pickaxe irgendwo testen, würde ich vorschlagen. Lass vielleicht hier irgendwo hier so hinterfliegen, irgendwo hier runter. Haben wir hier irgendwo einen Mineneingang? Nein. Dann lass einen hier draus machen. Egal, hier. Fackeln in die Hand, damit wir Licht hin und. Ja, okay. Naja, so, ich würde sagen, vielleicht maximal ein bisschen schneller als eine Diamond-Picke. Ist okay. Ist ganz okay. Okay, aber Leute. Das ist durchaus nice, würde ich sagen. Jetzt haben wir ein cooles Equip eigentlich relativ. Oh, ich sehe, meine Axt muss noch vielleicht enchanted werden, aber ach, das passt schon. Und genau, Pilze. Wir waren hier dabei, die Pilze abzupflanzen. Sind die nachgewachsen? Die sind actually instant nachgewachsen, wie nice. Perfekt. Dann hier, lass hier noch ein bisschen abpflanzen. Hier, zack, zack, zack. Dann können wir hier gleich alles schön abpflanzen. Unser tolles Beet. Und seht ihr? Perfekt. Das ist hier alles abgepflanzt. Also ich muss sagen, dieses Beet sieht auch mega nice aus. Und dann hier noch diese Pflanzen. Ich muss hier dann weiter hinten mal anpflanzen. Okay, was macht das, wenn ich das esse? Lunar Crike. Jump Boost gibt das uns. Jump Boost 2. Warte mal. Okay, wir merken keinen Unterschied, weil wir eh dauerhaft Jump Boost 2 haben. Oder? Also, ich glaube. Okay, egal. Hier, zack, 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 zack. Okay, sind nicht alle. Sehen alle irgendwie gleich groß aus, bin ich ehrlich. Ich sehe nicht viel Unterschied, aber gut. Und hier. Zack, 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 zack. Da, ich sehe hier auch keinen Unterschied. Ach, nicht hinterfragen am besten. Einfach nicht hinterfragen. Und einfach weitermachen. Gut. Gut, dann haben wir ja die Dinger. Das geben wir uns in Mystic Shrooms, wenn wir die essen. Gar kein Effekt. Die sind vorne. Ah, die können wir jetzt nicht essen. Okay, schade, schade. Dann lasst die vielleicht nächste Folge so mal die ganzen probieren. Und ja, ich würde sagen, das war's aber mit dieser Folge schon. Heute nur ein bisschen kürzer. Dafür wird die nächste Folge dann neue Dimension plus Pilztesting. Und ja, bis nächstes Mal. Und ciao.